Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Star Trek Online mit mir, dem Retro Gamer. Wir sind im Story Arc der Delta Quadrant unterwegs und machen jetzt die nächste Mission Freunde an verschiedenen Orten. It's been more than 30 years since Voyager passed through this region of space. But the echoes of what Captain Janeway and her crew did linger. We need to reestablish relationships here. I'm assigning you a region of space to patrol. Meet the locals and find out how things stand in the Delta Quadrant today. Es ist über 30 Jahre her, seit die Voyager diesen Teil der Galaxie durchquerte. Doch die Nachwirkungen von Captain Janeway und ihrer Crew sind noch immer spürbar. Wir müssen die Beziehungen hier wiederherstellen. Ich werde Ihnen ein Gebiet in diesem Quadranten zuteilen, das Sie patrouillieren sollen. Treffen Sie sich mit den Einheimischen und finden Sie heraus, wie es aktuell um den Delta-Quadranten steht. So. So haben wir hin. Agala-System. Ganz nach oben. Na dann. Und Gas geben. Agala 6 ist der einzige bewohnte Planet im Agala-System. Die Atmosphäre des Planeten setzt sich hauptsächlich aus Sauerstoff und Argon zusammen und die durchschnittliche Temperatur auf der Oberfläche beträgt minus 20 Grad Celsius. Außenteams wird daher das Tragen von Raumanzügen empfohlen. Die Regierung der Bentana plant, den dritten und vierten Planeten dieses Systems zu terraformen. Doch solange in diesem System feindliche Aktivitäten verzeichnet werden, liegen diese Pläne auf Eis. Dann starten wir mal die Patrouille. Admiral, die Scanner melden ein Gefecht zwischen einer Staffel des Bentan-Protektorats und einigen Hirogen. Ihre Befehle? Wir werden die Bentaner unterstützen. Entered an area controlled by the Benthan Guard. Our scans indicate your ship is armed and operational, and you have demonstrated your ability to assist in an ongoing operation. You will either join our squadron as a deputized protectorate officer or clear the area immediately. USS Dacia, dieses Gebiet wird von den Bentanern kontrolliert. Unsere Scans zeigen an, dass Ihr Schiff bewaffnet und einsatzbereit ist. Sie haben bereits unter Beweis gestellt, dass Sie an einer unserer fortwährenden Operationen unterstützend mitwirken konnten. Daher werden Sie sich nun entweder unserer Staffel als Hilfsoffizier des Protektorats anschließen oder aber diesen Bereich umgehend verlassen. Hilfsoffizier? You are now my deputy. We are here to apprehend a suspect wanted in multiple systems for crimes not limited to theft, coercion, destruction of private property, and murder. When you arrived, we were dealing with one of this criminal's lieutenants. We've tracked the suspect to this system. Your assistance in this matter is required and appreciated. Sie sind nun mein Hilfsoffizier. Unsere Mission ist es, einen Verdächtigen abzufangen, nachdem in mehreren Systemen wegen Diebstahl, Erpressung, Sachbeschädigung und Mord gefahndet wird. Als Sie hier ankamen, waren wir gerade in einem Kampf mit einem der Komplizen dieses Kriminellen verwickelt. Wir konnten den Verdächtigen zu diesem System verfolgen. Ihre Unterstützung ist
dieser Angelegenheit ist erforderlich und wird von uns geschätzt. Besiegen Sie erst Marge Kalla und seine Truppen. Looks like our fight got them to notice us. Let's go over and ask if their boss might come out of hiding. So, dann schauen wir doch mal. Nachdem wir den Traktor strahlen. Die Bentana dürfen auch gerne weiter was schießen. Muss nicht alles alleine machen. Hier. So, wenn wir das ganze Schiff doch mal ein bisschen hier. Okay, ich habe die Piratenverstärker genutzt, aber es sind keine erschienen. Ja, sehr schön. So, auf zu der vierten Welle. So, die nächste Welle. Taking you with me.
So, das scheint dann die letzte Welle zu sein, da vorne. Dreifache Fähigkeitspunkte, Marken. Thank you for your assistance and welcome to this sector. We recommend that you get underway and head for secure space. There's been a lot of turbulent activity recently and multiple reports of danger to travelers. Danke für Ihre Unterstützung und willkommen in diesem Sektor. Wir empfehlen Ihnen, sich in einen sicheren Raumbereich zu begeben. Es gab hier zuletzt einige unerfreuliche Vorfälle und wir mussten Reisenden mehrfach zu Hilfe eilen. Sonst noch etwas, das wir wissen sollten? There have been rumors that the Borg are fighting large-scale battles. We have little evidence of who against or why as of yet, but we are finding the aftermaths of such conflicts. Whoever's been fighting the Borg has caused significant damage to the collective. We're taking a cautious approach until we know more. I suggest you do the same. Es gibt Gerüchte darüber, dass die Borg in diesem Gebiet in große Schlachten verwickelt sind. Wir haben kaum Hinweise darüber, wer ihre Gegner sind und warum sie diese bekämpfen. Doch wir finden hin und wieder Spuren dieser Raumschlachten. Wer auch immer die Borg bekämpfte, hat dem Kollektiv erheblichen Schaden zugefügt. In dieser Sache lassen wir größte Vorsicht walten, solange wir noch keine genaueren Informationen haben. Ich rate Ihnen, es uns gleich zu tun. Interessant. Es finden sich Schlachtfelder mit zerstörten Borgschiffen, doch keiner weiß, wer dafür verantwortlich ist. Diese Angelegenheit ist es wert, untersucht zu werden. Jemand, der in der Lage ist, sich den Borg zu stellen, könnte sich als ein hilfreicher Verbündeter herausstellen oder als ein sehr gefährlicher Gegner. Das sollte in unserem Bericht Erwähnung finden. Wir haben den Suspect in custody now, and we also apprehended a fair number of his associates. This part of space will be safer without their influence. Dispatching medics to treat any wounded so they can stand trial, and an engineering team to ensure his ship is stable so we can tow it back to base. Thank you. We have it from here. Der Verdächtige befindet sich nun in Haft. Wir waren auch in der Lage, viele seiner Handlanger gefangen zu nehmen. Dieser Sektor ist nun bedeutend sicherer für alle. Meine Sanitäter werden sich um die Verwundeten kümmern, so dass diesen der Prozess gemacht werden kann. Gleichzeitig habe ich mein Technikteam angewiesen, das Schiff des Kriminellen zu stabilisieren und es zurück zur Sternbasis ins Schlepptau zu nehmen. Ich danke Ihnen, Admiral. Ihre Unterstützung ist nun nicht länger von Nützen. Nöten. Mein Gott. Deutschsprache, schwere Sprache heute. Verlassen Sie das System. Dann tun wir das doch mal. Missionspunkte erhalten. Okay, gut.
Dann war es das auch schon wieder für dieses Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um auch zukünftig keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und aktiviert das Glöckchen. Ciao, bis zum nächsten Mal.